Dafür brauchen wir das Schiff zum einen. Dafür müssen wir wieder dieses Porzellan herstellen, ne? Für das Riesenschiff. Was war das? 30 Keramikplatten. So sei es. Also 30 hiervon. Und dann herstellen. Ach, deswegen... Ach so, kriegt das Schiff vielleicht auch Schaden? Und deswegen muss man mit Keramikplatte das bauen, damit es keinen kriegt? Also, dass die anderen Schiffe Schaden kriegen in dem Wasser? Weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass man ein Schiff bauen muss mit Keramikplatten, oder? Und das hat ja auch diese Platten unten dran. Bestimmt, weil es das Wasser aushält. So. Ich mach mal ein ganz kurzes Päuschen, bin sofort wieder da. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich wollte außerdem mal gucken, können wir vielleicht mittlerweile die Verbesserung herstellen? Nee, ne? Nee. Nope, können wir nicht. Und welche von den neuen Sachen, die hier gecraftet werden können? Schildkern. Eine schützende Kraft im Inneren ist bereit, entfesselt zu werden? Hä? Schwarzer Kern, Südlingskern. Warte mal. Magie. Schwarzer Kern. Und Südlingskern. Und wir brauchen dann noch ein bisschen mehr Keramik. Hier. Und dann probiere ich mal. Moment mal. Da, Schildkern. Ist er weg? Schildgenerator. What? Okay, warte mal. Verschiedenes. Da, Schildgenerator. Oh. Creates a shield to protect against weather. Weather? And incoming projectiles fueled by bones. Aha. Knochen. Endlich haben wir eine Verwendung für Knochen. Sehr gut. Aber, wie groß ist denn der Umkreis, frage ich mich. Und wo bauen wir den hin? Schildgenerator. Vor allem, es schützt vor Wetter. Das ist ja übel geil. Okay, aber ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Warte mal. Ich pack mal den Stuff hier erstmal hier rein. So. Und stelle außerdem nochmal 5 her, weil ich will tatsächlich eigentlich jetzt ganz gerne in die Aschenlande, ne? Und ihr wollt die Aschenlande bestimmt sehen. Ich auch. Also würde ich sagen, let's go. Und diesmal gehen wir ein bisschen cleverer vor. Was ist denn die nächste Base hier? Haben wir hier irgendwo eine Base? Nee, ne? Nebellande-Base. Ja, wir könnten bei der Nebellande-Base losgehen. Bis noch hier unten vielleicht. Und dann einfach nach Süden, ne? Weil wir müssten hier ja direkt bei den Aschenlanden sein, glaube ich. Oder wollen wir es nochmal hier probieren? Nee. Nö, hier gebe ich es auf. Also das lasse ich auf jeden Fall. Dann haben wir immer den alten Spot sozusagen. Den wollte ich aber eigentlich auch lassen wegen... Dass wir immer mal ein paar Surtlinge killen können. Aber ich glaube auch, das ist jetzt obsolet. Das hier brauchen wir nicht mehr. Ja, ich würde sagen, ich gehe zur Nebellande-Base. Lauf hier runter. Nehme das Portal mit. Und das würde ich dann auch tatsächlich vorspulen. Oh, es wird auch gerade Nacht. Und ja, das spule ich dann vor. Weil ich kann ja nicht alles mitnehmen, sonst sind wir überladen. Und dann machen wir das eben so. Das heißt, ich gehe mal kurz pennen. Und ich spule das dann eben vor, wie ich bis nach unten renne zum Land. Ne? Durch die Mistlands. Und das Schiff hole, Schiff baue und let's go und bla bla bla. Das müsst ihr ja nicht alles sehen. Also würde ich sagen, bis gleich und gute Nacht. So, da bin ich wieder. Das Portal ist eben gerade schon wieder buggy gewesen. Jetzt mit dem Punkt klappt es eben. Gerade hat es kurz nicht geklappt. Und ich, hab dann einfach das Spiel neu gestartet und dann ging's.
Keine Ahnung, ist gerade hardcore buggy. So, wir müssen nach da. Da ist Süden, also mache ich mal so. Sehr gut. Dann Portal mitnehmen natürlich. So. Und ich würde sagen, let's go. Oh Mann. Wobei ich wahrscheinlich auch die Schiffsfahrt jetzt vorspulen werde, bis wir bei den Aschelanden ankommen, ne? Aber ich habe auf jeden Fall diese Hürde schon mal... Oh, das Schiff sieht voll geil aus. Voll Hammer. Im Vergleich zu diesem Langboot, das war ja eher so ein elegantes Ding, aber das sieht aus wie so ein richtiger Brecher. Wie so ein richtiges Kriegsschiff. Voll geil. Gut, aber ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal... Oh, kein Wind. Gut, noch ein Grund mehr, ne? Ich spule dann mal vor. Also, bis gleich. So, ich habe mich jetzt tausendmal hin und her gedreht. Das habt ihr wahrscheinlich eben gerade beim Vorspulen gesehen. Weil das Ding hat wirklich einen sehr, sehr langsamen Rotationsradius. Aber hier ist rotes Wasser. Ich wette, das ist das, was auch Schaden macht. Ich wette es. Oh. Den Fischen macht es wohl keinen Schaden. Naja gut. Und da sind diese Felsen wieder. Interessant. Ich frage mich, ob da auch was drauf ist. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Es sind wahrscheinlich nur so Felsen zum Aussehen. Ah, wir fahren auf jeden Fall erstmal nach Süden. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne nach da fahren. Aber der Wind lässt es genau nicht zu. Wir haben genau Gegenwind. Als ob das Spiel das mit Absicht macht. Gut. Aber wie auch immer, wir sind jetzt in roten Gewässern. Interessant. So sieht also das Rote Meer aus. Erinnert mich ein bisschen an Dingens. Wie heißt es denn? Sea of Thieves. Wenn man zum Kartenrand fährt, ne? Dann wird das Wasser ja auch so rötlich. Oh, der Himmel ändert sich. Und wahrscheinlich auch die Musik. Aschlande. Ich wette, unser Schiff würde jetzt gerade Schaden kriegen. Oder? Wenn wir nicht das Dicke hätten. Mit ziemlicher Sicherheit. Oh, wir haben endlich Rückenwind. Gott sei Dank. Da fahre ich mal ein bisschen nach da so. Oh, oh. Jetzt hier vorsichtig durch die Felsen durch. Oha. So. Oh, oh. Wow, nein. Ein hässlicher. Können wir den vielleicht irgendwie outsmarten? Ich überlege gerade, wie. Ich probiere einfach mal zu fliehen. So, hier lang. Vorsichtig, vorsichtig. Nein! Wir krachen gegen. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, wir sollten uns mit dem anlegen. Ich jump mal hier auf den Felsen. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Leiter, 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 Leiter! Hui! Scheiße, der macht das Schiff kaputt. Oh! Okay, wir machen richtig Damage mit dem Froststab. Dann baller ich mir noch einen Mana-Trank. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Energieschild. Außerdem Mampfen. Und Froststab. Komm, die machen wir platt. Bevor er uns platt macht. Scheiße, ich treffe ihn nicht. Jetzt treffe ich ihn. So. Ein Schuss und noch. Er ist tot. Sein Loot bitte. Nein, nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Hui. Oh, oh, ich bin wieder im Wasser. Nein, schnell, 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 schnell zur Leiter. So. Puh. Gott sei Dank. Was hat er denn gedroppt? Knochen, Schlund, Fleisch? Hä, der Vieh ist doch aus Knochen. Wo schmeckt denn das? Weißes Fischfleisch. Sehr gut für die
Knochen. Knochenschlundzähne. Mhm. Naja, gut. Huch, hier ist noch mehr Loot. Hier drunter, ne? Warte mal. Komm ich da dran? Ja. Raus hier, raus hier, raus hier. Da hat noch was geglänzt. Ja, keine Ahnung, egal. Ich würde sagen, wir hauen hier ab. Nichts wie weg hier. Ich schon überlegt, mir hier vielleicht ein Portal zu bauen. Ein Sicherheitsportal. Aber ich glaube, das lassen wir lieber bleiben. Digga, was machst du denn? Manövrier ihn raus. So, jetzt erstmal geradeaus. Und zwar Vollspeed. So. Und dann hier vorbei. So. Und so. Wow. Wir ditchen an. Ja. Gut. So sei es. Dann hier lang. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen langsamer fahren. Oh oh, da kommen wir nicht durch, ne? So viel zu dem Thema. Wir fahren ganz einfach vom Meer ran. Das hat ja gut geklappt. Jetzt los! Festgestackt? Ich hoffe nicht. Ich mach mal kurz die Viecher hier platt. Machen mich ein bisschen unruhig. Wo sind sie denn? Da ist einer. Finde ich voll geil, dass man hier draufstehen kann und dann vernünftig kämpfen. Na komm. Hier bin ich. Tschüss. Na toll, deswegen ist ein Loot da unten. Ist durch das Schiff gebackt. Gut. Ja, jetzt sind wir natürlich irgendwie stuck, aber ich probiere hier mal wegzukommen. Mit Speed. Und es geht auch. Sehr gut. Dann nach rechts. Da kommen wir durch. Auf der Stelle. Stopp, 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 stopp. Wir müssen ein Stück zurück. Nach links gedreht. Rückwärts. Oh Mann. Ich überlege gerade, das Schiff wegzubringen. Und dann jumpen wir und schwimmen. Hier über diese Felsen. Ist das keine gute Idee? Ich weiß es nicht. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, diese Felsen hier werden uns nicht durchlassen. Auf Biegen und Brechen nicht. Och, Mann. Ich baue mal das Portal hier hin. Und ich mache das tatsächlich mit den Felsen. Dass wir uns über die Felsen hier rüber glitschen irgendwie. Da sehe ich auf jeden Fall mehr, also das ist auf jeden Fall vielversprechender, glaube ich. So, so geht's. Warum auch immer. Punkt. Oh, ich dachte schon, das funktioniert schon wieder nicht. So, sehr gut. Das Holz schmeiße ich mal hier drauf. So, und dann mache ich das Schiff kaputt. Scheiße, komme ich hier überhaupt aus dem Wasser? Ja, komme ich da. Gut. So. Und let's go. Na los, komm. Warum regenerieren wir so wenig? Ach so, ich bin ja gar nicht gut ausgeruht. Stimmt, weil ich gerade, weil das Portal nicht funktioniert hat, habe ich neu gestartet. Dann habe ich den Ausgeruht-Buff ja nicht mehr. Sag mal, macht das überhaupt Schaden? Ja, aber sehr langsam. So probiere ich mal. Oh oh. Die Nachtmusik. Wie viel Leben hat das Ding denn noch? Okay, es geht eigentlich down. Einmal noch. So. Und dann nochmal Hammer.
Wobei ich natürlich beim Hammer aufpassen muss, nicht zu viel Ausdauer zu verbrauchen, weil wir müssen wahrscheinlich gleich noch schwimmen. So. Wir haben das Holz. Wir haben die Nägel nicht, ne? Oh. Natürlich haben wir die Nägel nicht. Nein! Hä? Was ist das? Was war das? Irgendwas hat mich angegriffen. Was? Oh. Ups. Naja, gut. Ich gehe mal schlafen, ne? Gute Nacht. So, guten Morgen. Oh, laggedy lag. Ich habe einen Fooling gehört. Ich suche gerade wieder eine Foolingspatrouille, ne? Weil wir ja Glut hier gekillt haben, glaube ich. Oh, und der hat schon wieder übertrieben lange gesaved. Kriegen meine Wölfe das denn hin mit den Foolingen? Ich hoffe ja. Da sind sie. Dreist. Na gut, sollen sie. Ich gehe mal kurz hier nach unten und schmeiß mir Ausdauernahrung rein. Und ich glaube sogar einen Hasen. Und ein Magiefood. Das hier. Und ich hoffe mal, wir überleben das jetzt, wenn wir da gleich rauskommen. Ich trinke mal einen Feuerheiltrank. Habe ich, ne? War kein Effekt. Keine Ahnung. War, glaube ich, gerade buggy. Und wir gehen nicht da rein, sondern hier. Und wir werden wahrscheinlich direkt ins Wasser fallen. Ich muss also sofort schwimmen. So, Gott sei Dank, wir sind nicht ins Wasser gefallen. Ich sammle mal das Holz hier auf und schmeiße es dort wieder hin. So. Und dann versuche ich hier mal vorsichtig runter zu gehen. Ja, das war jetzt keine gute Idee, ne? Was ich hier gemacht habe, glaube ich. Hier werde ich runterrutschen. Wo ist denn unsere Leiche? Da, ne? Da so. Nein, 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 nein. Uiuiuiui. Nicht runterfallen. Oh. Oh. Wo kommt der denn her? Warum spawnt er denn hier? Hier ist doch noch gar kein Land, verdammt. Ich versuche mal noch hier oben zu gehen, damit ich weiß, wo mein Stuff ist. Ach, da. Schaffe ich es darüber zu jumpen? Ich probiere es. Jo. Dann hier runter. Vorsichtig. Hier hin. So. Aufsammeln. So. Vorsichtig, wir sind im Wasser. So. Und jetzt hier hoch. Oh. Rauchwölkchen. Neues Hersteller, Rauchbombe. Rauchbombe? Was soll denn das bringen? Also, was bringt mir denn Rauch? Eine Ahnung. Gut, ich tapp hier mal kurz rüber und bring den Stuff weg, ne? Or? Ja, das Holz, da kann da liegen bleiben. Weil die Sachen werden ja zu viel wiegen. Ja, es sind die Nägel weg und der ganze Stuff, aber was soll's. Ich würde es tatsächlich versuchen zu Fuß. Ne? Dann schwimmen wir manchmal hin und wieder. Und bevor wir schwimmen, bauen wir immer das Portal. Aber ich bringe erstmal die Sachen weg, damit wir nicht überladen sind. So. Boah, laggedy lag. Hä, was ist denn immer los? Immer wenn wir in den Aschelande waren und danach in unsere Base kommen, ist es übelst ab... Ah. Keine Ahnung. Und dann legt es sich wieder. Da, jetzt ist wieder okay. Jetzt wird's wieder... Alter, wegen diesem Nebel, ne? Und diesen Effekten. Diesen Blurry-Effekten. Das kommt alles von den Aschelanden. Sobald der Aschelande... Ambient-Effekt weg ist... Da, jetzt. Jetzt ist wieder flüssig. Iron Gate. Da habt ihr, glaube ich, noch ein bisschen was zu machen. Iron. Iron Gate. So, zurück. Und hier habe ich natürlich richtig Angst zu sterben. Nein! So, und nochmal zurück. So, jetzt aber 5. Portal weg. Her mit dem Stuff. Und das von der Workbench brauchen wir ebenfalls.
Also, her damit. So. Und wir müssen aber erstmal das hier gar nicht vernichten, entfernen. Und wir müssen nach da. Was ist das denn? Da! Das ist so ein. Das ist kein Stein, das ist so eine. Ist das etwa eine Ruine? Wie komme ich denn da rüber? Wenn ich hier drauf jumpe, schaffe ich das überhaupt? Nee. Da schaffe ich es, glaube ich, nicht drauf zu landen, ne? Soll ich es probieren? Ich probiere es. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hui! Wir haben es geschafft. Sind das hier Bauteile? Nee. Gibt es hier Loot? Auch nicht. Gut. So, hier bloß nicht runterfallen. So. Aber hier ist gar nichts, ne? Keine Kiste und nichts. Vielleicht da oben? Nee, auch nicht. Kann ich hier die Mauer hochjumpen? Das geht doch, wenn ich so über Eck gehe, ne? Es gibt doch immer diese Glitch-Ecken. Die haben sie hier bestimmt bewusst nicht gemacht. Gut. Was ist das denn? Ach so, eine Möwe. Oh! Eine Festung. Im Wasser. Ist auch Richtung Süden. Wir müssten nach da, ne? Wir müssen sowieso zu der Festung. Ich würde mal vorsichtig in die Nähe gehen. Mit entsprechendem, gebührendem Respekt. So. Aber ich wette, wenn wir da zu nah rangehen, dann kommen da richtig, richtig schlimme Viecher raus. Ah, da ist wieder was Leuchtendes. Wieder so ein Pilz oder was? Rauchwölkchen. Her damit! Da fühle ich mich noch lange nicht. Fühle ich mich noch lange nicht strong genug für. Bin ich ganz ehrlich. So, hier oben drauf und rüber geslidet. So, dann hier drauf und hier rüber geslidet. Ist sicherer so, ne? Als mit dem Schiff. Zumindest habe ich das Gefühl. Wenn ich da oben bin. Der da ist, glaube ich, sicherer zu erreichen als der. Jo. Ist er auch. Nee, nee. Geh da mal oben drauf, bitte. Huch, was machst du denn da? Glitche die Glitch. So. Sehr gut. Ja, wir kommen voran. Dann nach da. Geier. Werden die auf mich aufmerksam? Keine Ahnung, aber sie machen mich auf jeden Fall unruhig, deswegen mache ich sie mal platt. Zumindest versuche ich das. Ich baller einfach mal rein. Nein! Oh, hat der nicht getroffen! Wenn ich die hier nehme, muss ja nur einer treffen. Was mache ich hier eigentlich? Ach, kann ich noch nicht? Na gut. Ja, oder ich ignoriere die einfach. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich gehe mal nach oben. So. Und jump darüber. Ah, nicht ins Wasser. Raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser. Hui. Da wurde ich schon wieder leicht geschmort. Schmorbraten. Wenn ich da oben bin, schaffe ich es darüber, ne? Ich glaube ja. Ich probiere es mal. Ja. So. Hier rüber. Und hier hoch. Ich glaube, es ist auch gerade Nacht, ne? Kann das sein? Es kann doch die Nachtmusik. So. Mr. Vulture. Komm mal her hier.
So. Ja, dein Loot, ja. Ah, Trophäe. Sehr gut. Ja, hier wird es jetzt schwierig weiterzukommen. Wir könnten da auf die Ruine. Aber schaffe ich das? Das schaffe ich nicht. Kurz schwimmen wäre eine Möglichkeit. Ich baue mir mal, weil es hier heikel ist, ein Portal. Ah, ne, kann ich ja gar nicht. Scheiße, ich kann gar kein Sicherheitsportal bauen. Weil sonst habe ich ja das Portal verbraucht. Shit, daran habe ich gar nicht gedacht. Weil ich sehe nicht, dass wir da irgendwo, wenn wir im Wasser sind, rauskommen aus dem Wasser. Da oben und dann hier rüber. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich gehe mal lieber hier lang. So, hier hoch. Nein! Da muss ich schon den vollen Sprung ausschöpfen. Und außerdem möchte ich gerne volle Ausdauer haben. Dahin oder dahin? Ich weiß nicht, ob wir da rauskommen. Ich glaube aber ja. Ah, ich habe so eine Angst. 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 Hui! So, wir sind auf jeden Fall schon mal nicht im Wasser. Da drauf jumpen. Schaffe ich nicht. Mann, was machst du? Hör auf damit! Geh aus dem Wasser raus! 7. Verdammt, wie habe ich es daneben gerade geschafft? So habe ich es geschafft. Ja, aber jetzt bin ich hier stuck, ne? Fuck! ich kann das hier leider auch nicht abreißen. Ich könnte hier mir irgendwie was bauen. Wenn ich es denn schaffe. Geht nicht, ne? Ach so, das ist eine ganz andere Kante. Ich verstehe. Ja, ich muss es irgendwie versuchen, hier drauf zu springen, ne? Aber diese Kante hier über mir wird mich daran hindern, glaube ich. Ich muss so machen. Ja! Hui! Ich hab's geschafft. So, hier rauf. Und nach ganz oben. So. Und dann da drauf. Ja. Let's go. So. Das hier macht mir tatsächlich schon ein wenig mehr Spaß, muss ich zugeben. Weil es nicht so unfair ist. Wie eben gerade es war. Huch, oh oh. Na komm her. Nee, nee, komm mal her hier. Und tschüss. Wenn ich auf der Spitze bin, auf der Spitze schaffe ich das locker darüber. So. Sehr gut. Hier zu dem Stein. Hier hoch. Warten. Auf Ausdauer. Oh, da würde ich so gerne hin, ne? Da sind die Ranken! Aber da wartet auch so ein Kollege. Ja, ich lasse es mal bleiben. Ich lasse es mal lieber bleiben. Da ist ein Runenstein. Und da ist endlich Land. Ich speichere die mal ein. Das hier. Ich nenne das mal Festung. Warte mal, nee, dann mache ich einfach F. Für Festung. Weiß ich Bescheid. Nicht wieder anfangen mit den langen Wörtern. Ich würde am liebsten rübergehen, aber ich spare mir das mal. Ich gehe mal lieber erstmal an Land.
So, und wir sind endlich angekommen. Jetzt bloß aufpassen. So. Wir hätten eine Tür bereit. Oha! Hier ist ja direkt gleich was los. Ich mache mir mal hier hinten jetzt ein Safe-Portal. Hier hin. So. Verschiedenes. Portal. Zack. Und Punkt. Bitte connecte. Oh, Gott sei Dank. So. Oh, ich habe den Gürtel die ganze Zeit gar nicht an. Warum denn nicht? Mein Plan. Jetzt habe ich ihn an. Und ich würde sagen, wir wagen uns mal vor. Oh, ich will diese Ranken haben, ne? Aber eigentlich will ich auch erstmal an Land gehen. Und deswegen würde ich mir hier Stück für Stück die Feinde ranpullen. Was ist das denn? Nest irgendwie? Von irgendwas? Oh! Was leuchtet da denn? Das muss ich mir mal näher anschauen. Ist das ein Feind? Nee. Das ist so ein Obelisk oder so? Da ist was gespawnt. Das ist ein Spawner. Ich glaube, das ist ein Spawner. So. Ja, wir haben nur einen Magiefood gegessen, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Ja, und außerdem spawnen die ja ewig nach. Nee, ich hau mal kurz ab. Interessant. Also diese Obelisken spawnen diese normalen. Also die Lone von den Skeletten. Gut. Gut, gut, gut. Ich würde gerne wissen, was das da für ein Nest ist. Es ist bestimmt von diesen Geiern, oder? Ich habe mir hier ein Portal gemacht, ne? Also, oh, was ist das denn? Du stirbst erstmal. Außerdem ballern wir uns sämtlichen Food. Dann habe ich auch wieder endlich ordentlich Magie. So, verkohlter Zucker. Lecker Karamell. Sehr gut. Stabiler Lavafels. Sieht aber gar nicht gut aus. Sieht aus, als ob der wie so ein Teerdingens oder so so eine Flüssigkeit verteilt, wenn wir den abbauen. Als ob da Lava rausfließt. Keine Ahnung. Können wir gleich mal gucken. So. Und du stirbst. Und gibst mir dein Loot. Und dann bauen wir das Ding hier mal ab, wa? Ich habe aber auch ein bisschen Angst. Wow. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Grausten? Grausten Säule? Was ist Grausten? Ja. Ups. Keine Ahnung, wie das jetzt gerade passiert ist. Ich habe keinen Plan. Aber Gott sei Dank haben wir ein Portal. Bitte habt das nicht zerstört. Sonst raste ich hier aus. So, und ich würde sagen, wir pennen erstmal, wa? Gute Nacht. Also ich habe echt keine Ahnung, wie der Geier uns gerade umgebracht hat. Ich glaube, es ist genau unser Energieschild down gewesen und dann hat er jetzt genau gehittet. Aber die Geier, die vorher Schaden an uns gemacht haben, haben nie so viel Schaden gemacht, dass sie sofort sterben. Also da bin ich tatsächlich bei den anderen Malen nicht. Aber jetzt eben gerade war ich doch sehr verwundert, dass wir gestorben sind. Aber gut. Oh, Gott sei Dank, das Portal ist doch da. Dann würde ich sagen, wir holen direkt unseren Stuff zurück. Ich hoffe, der Geier ist weg. Ist er aber bestimmt nicht, ne? Ich gehe mal vorsichtig hin. So. Oh, Alter. Ach, das ist dieses neue Gesteinzeugs, ne? Klamotten.
Und dann natürlich das Energieschild. Der Energieschild. So. Und wir sammeln mal diesen ganzen Stein hier auf. Vor allem, was hat uns eigentlich dieses Lava, dieser Lava-Brocken gebracht? Und der ist einfach explodiert? Naja, gut. Oh oh. Und tschüss. So. Aufgesammelt. Wollen wir uns mal mit dem anlegen? Oh! Oh. Okay. Hä, wir sind überladen. Ach, wegen des Steins. Hm. Von diesem neuen Stein, ne? Da schmeiße ich mal den alten weg. Und weißt du was? Ich bringe den neuen Stein mal weg. Ne? So, direkt ins Lootloch damit, oder? So macht mir das viel mehr Spaß. Also klar, wir sind zwar eben gerade schon wieder gestorben, aber ich bin ganz ehrlich, das macht so viel mehr Sinn. Hätte ich von Anfang an so machen sollen.